Los. Ja, also ich habe einfach für zwei Projekte, die ich hatte, ein bisschen Mathematik verwendet und ich dachte, ich könnte davon erzählen als hoffnungsvolle Story für alle, die auch jahrelang Mathematik in der Uni machen mussten und denken, sie würden es nie wieder für irgendwas nutzen können. Du meinst, du hast Mathematik direkt verwendet und nicht nur indirekt, indem du einen Rechner benutzt? Ja, sozusagen quasi. Also ich habe Fenster, also das heißt irgendwie dekorieren, weil ich Sachen für meine Wohnung gebaut habe. Das erste ist also Fensterdekoration, das zweite war eine Lampe. Und ich würde einfach kurz vorstellen, wie ich es gemacht habe, ein paar Bilder zeigen. Genau, als ich die Wohnung bekommen habe, sah es also so aus. Und ich wollte nicht notwendigerweise, dass alle Nachbarn reingucken, wollte auch nicht notwendigerweise alle Nachbarn sehen. Also dachte ich mir, mache ich transluzente Folie vor, die dann aber nur für sich genommen relativ langweilig aussah. Also habe ich probiert, mir von Deus Ex ein bisschen Inspiration zu nehmen und probiert dann eine coole Struktur vorzumachen. Und das allererste, wenn ich an coole Struktur denke, ist immer so Voronoi-Diagramme. Wer kennt Voronoi-Diagramme? Okay, es ist in Geometrie relativ einfach. Also man nimmt sich eine ganze Palette von Punkten. Jetzt bin ich nicht gut genug im Live-Coden, um die hier reinzuzeichnen. Aber was man im Grunde macht, hier könnte zum Beispiel ein Punkt liegen. Und die Zelle sind dann all die Punkte, die zu diesem Punkt am nächsten sind. Und hier ist dann auf einmal ein anderer Punkt am nächsten dran. Genau, und dadurch kriegt man im Grunde so ein schönes Ding, wo alles konvex ist und es schön, also halbwegs organisch aussieht und. Genau, das ist auch vom Code relativ einfach, wenn man irgendwie Libraries verwendet. Ja, Libraries! Wenn es jemand anders macht, ist es einfach. Genau, das heißt, ich habe also Punkte gehabt und die Verbindungsstücke zwischen den Punkten. Das heißt, ich habe einfach die Liniensegmente exportiert. Oh, hier sind noch coole Spielereien, aber. Ja, mit anderen Normen und halt zurückgezogen. Aber das ist nicht wirklich der relevante Teil, weil das hat nicht funktioniert. Hübsch. Genau, ich habe also die Liniensegmente exportiert und dann den guten Freund OpenSCAD verwendet. Und es ist halt literally so viel Code, wie ich gebraucht habe. Ich importiere meine Linie. Ich habe einfach was einen Halbzylinder macht, der von x1, y1 zu x2, y2 geht, deswegen Mathe da. Und dann halt für alle Liniensegmente. Und Moment, wie sieht dein exportiertes Ding wieder aus, was du inkludierst? Das ist einfach nur eine lange Liste von Punkten. Warte. Nee, Sekunde. Also das Lines. Ja, genau. Ich hoffe, das ist hier Lines. Ah, ja, natürlich. Ja, also es ist da ist die Hässlichkeit versteckt. Aber das ist ja automatisch generiert insofern. Genau, und dann kriegt man im Grunde dieses große Ding. Und dann slicet man das. Und dann macht man das in 8, 24 Stücke und dann druckt man irgendwie 30 Stunden. So 700 Gramm Plastik für eins. Genau, hat man also so eine Einzelteile, die erstaunlicherweise Sekundenkleber, also Cyanacrylat, funktioniert erstaunlich gut, wenn die Flächen relativ dicht beieinander sind. Cyanacrylat bildet mit sich selber tatsächlich keine gute verbindende Verbindung. Also wenn die Lücken größer werden, wird es auf einmal besser, Heißkleber zu verwenden. Und dann kriegt man am Ende sowas. Und halt der ganze Arbeitsplatz am Ende. So. Die Borg kommen. Nee, warte, wer war das? Egal. Das Diagramm, wie man zu Planeten kommt. Das ist die Subway Map for Planets, ja. Ja. Schön mit Delta-V-Angaben. Genau, und ich wollte mir eine Küchenlampe bauen.
Also das ist, das ist alles von Deus Ex geklaut im Grunde, der Artstil. Es hat zwar, verdammt, ich habe es irgendwo schon offen. Sekunde, ich muss kurz den richtigen, hier ist es. Genau. Also ich wollte diese Art von Lampe nachbauen in weniger geil, weil Realität halt immer nicht so gut funktioniert wie Videospiele. Das heißt, das Problem ist, dass es nicht einfach nur Foren neu hinklatschen, weil die Verbindungsstücke irgendwie, also man hat nicht immer konvexe Zellen und es folgt nicht der Regel von dem nächsten Punkt und. Das heißt, da bräuchte man, wenn man sowas machen will, braucht man schon anscheinend tatsächlich Art Skill, um Punkte zu setzen, würde ich behaupten. Also ich denke, so wurde es gemacht. Ein Artist hat sich hingesetzt und hat halt seine Intuition verwendet, was gut aussieht, um es zu generieren. Und in Ermangelung dessen musste ich also auf Mathematik zurückgreifen. Genau, was ich also gemacht habe, ist ein ganz einfaches Modell. Problem aufgestellt, was für Lampen gar nicht so unlogisch ist. Ich möchte einfach dass alle Lampen voneinander einen Mindestabstand haben und vom Rand einen Mindestabstand haben und dass dieser Mindestabstand so groß ist wie möglich. Also dass einfach die Lampen im Raum halbwegs gleichmäßig verteilt sind. Das kann man auch in Mathematica Entschuldigung für die Hässlichkeit des Codes, weil das war im Grunde ist ein One-Off-Ding. Also es ist wieder im Grunde bloß, maximieren wir hier mal was. Maximieren wir den Radius. Die Abstände sind Quadrate, weil Kreise. Und hier haben wir den Rand. Genau, dann kriegt man eine Punktkonfiguration raus. Und das ist immerhin schon mal ein Anfang und sah meiner Meinung nach nicht so fürchterlich grausam aus bisher. Das heißt, ich habe mich gefragt, wie verbinde ich das am besten? Also hier habe ich die mit einer Delaunay-Umgebung angefangen, aber das fand ich zu regelmäßig. Und ich hätte mehr Verbindungsstücke gebraucht, weil auf einmal sind die Skalen größer geworden. Das ist halt auf einmal 3x3 Meter. Das heißt, ich habe viel Länge und das geht dann irgendwann ins Geld. Nein. Das heißt, ich habe wieder Optimierungsprobleme probiert. Also ich habe probiert, die Länge der Verbindungsstücke, die ich insgesamt brauche, zu minimieren. Also x, i und xj sind die Punkte. I ist, ob ich das Verbindungsstück verwende. Und zwar unter der Bedingung, dass jeder Knoten mindestens 3 Verbindungsstücke kriegt, dass halt nichts in der Luft hängt, quasi. Und dass das hier ist im Grunde einfach nur eine binäre Codung von zwei Verbindungsstücke dürfen sich nicht überschneiden. Also das hier sind beides binäre Variablen, die können nur beide 1 sein, wenn cross eine binäre Funktion 0 ist. Und cross sagt mir halt einfach, gegeben diese Start- und Endpunkte überschneidet sich das. Genau, das kann man mit Software relativ einfach dann lösen. Ah ja, genau, und ich will, dass das Ganze am Ende verbunden ist, aber das ist noch ein bisschen mehr Gleichung und also das, um es verbunden Property hinzukriegen, habe ich so ein Flow-Problem aufgesetzt, wo einer der Knoten einen Reinfluss hat und jeder der Knoten einen festen Rausfluss und ist nur möglich, das zu erfüllen, wenn es komplett verbunden ist, aber das ist im Grunde eine Nebenbemerkung. Genau, danach hatte ich also meine Verbindungsstücke und hier sind leider schon auch ein paar Hilfsdinge mit eingezeichnet, aber die kann ich, glaube ich, schnell rausnehmen, wenn ich alles über 15 entferne und ich muss kurz Points und definieren. Okay, fast. Genau, also es ist immer noch halbwegs schön regelmäßig und es ist weniger Verbindungsstücke als vorher. Das heißt, ich muss weniger Aluminium kaufen, um es zu verbinden. Nächstes Problem.
Ich habe dann also genau die Länge gehabt, die ich brauchte. Das sind irgendwann irgendwie 23 Meter geworden. Also habe ich 2 Meter Aluminiumprofile gekauft. Und hatte als nächstes also die Frage, wie schneide ich das zu? Und am besten so, dass... ja, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben mit dem mathematischen Optimieren, aber es hat Spaß gemacht. Dass ich die minimale Anzahl von Schnitten habe, weil alles, was ich schneide, muss ich wieder verbinden. Also habe ich das halt wieder als so ein Programm als so ein lineares Programm aufgeschrieben. Und das war tatsächlich das Erste, was von der Rechenleistung überhaupt irgendwas erfordert hat. Und hier ist einfach bloß... Nein. Das ist einfach nur so ein bipartiter Graph im Grunde, wo ich auf der einen Seite habe die Längen, die ich haben will, auf der anderen Seite die Stücke, die ich habe. Und der matcht im Grunde die eine Seite zur anderen mit den Constraints, dass ich nicht zu viel reinpacken kann, dass die Dinger komplett lang sind und dass die Dinger komplett verwendet werden. Genau, und am Ende bin ich damit mit 2 Klebestellen oder so ausgekommen. Und das Endprodukt, naja, sah dann ungefähr so aus. Ich habe leider die ist ein bisschen zu groß gemacht und nur kaltweiße LEDs gehabt. Aber es funktioniert halbwegs. Und es hängt seitdem. Genau, interessantes Ding vielleicht auch noch, wenn es interessiert, diese Verbindungsstücke sind alle 3D gedruckt. Da habe ich ein bisschen noch über Plastikverarbeitung gelernt. Ich habe zuerst probiert, so ein Snap-on-System im Grunde zu bauen, was grandios daneben gegangen ist. Und irgendwann in der dritten Iteration bin ich dann auf die Idee gekommen, von oben und unten einfach so ein Verbindungssystem zu bauen. Ich hoffe, das ist der richtige. Genau, das hier ist die Unterseite. Und das hier ist die Oberseite. Da wird es dann einfach im Grunde die Lampe reingetan, alles zusammengeschraubt und dann hält's. Genau, am Ende habe ich irgendwie 72 Watt Licht gehabt, also besser als vorher, noch nicht genug, um Arbeitsschutzrechtsbedingungen zu erfüllen. Aber du arbeitest daran, denke ich. Nein, niemals. Vor allen Dingen, die existiert jetzt dank dessen eine Kreissäge, eine Tischkreissäge in der Küche, aber naja. Wie hast du die Bournoy-Diagramme berechnet? Ich habe einfach Mathematiker draufgehauen, aber... Das hat einfach eine Funktion dafür? Das ist das Tolle. Hier, Bournoy-Mesh-Punkte, fertig. Na gut. Der Rest ist einfach nur, damit es gut aussieht. Ich habe gerade einen Voronoi-Generator in OpenSCAD gefunden. Ja, das habe ich auch probiert, das hat wehgetan. Fand ich nicht. Achso, okay. Das berechnet halt zwischen allen Punkten, also es ist halt quadratische Laufzeit. Fakultative Laufzeit. Berechnet halt zwischen allen Punkten die Geraden und intersectet sie. Okay. Okay, so kann man das schon machen. Nee, es gibt irgendwie auch eine Implementierung von Fortune's Algorithm, der ist das ja, den man da verwendet, ja. In OpenSCAD, aber der hat kein angenehmes Interface und dann war ich schneller fertig hiermit. Okay. Wartet, ein Hammer, es sieht alles wie ein Daumen aus. Ja. Wie hast du die Lampe dann an der Seite befestigt? Ah, ja. Die schwingt da einfach so. Ja, fest mal so. Auch. Mathematik. Mal sehen. Ja, ich hab die Punkte im Raum angeordnet und war fertig. mal sehen. Ich weiß, es gibt da diese aus dem Modellbauladen, diese dünnen, durchsichtigen Polycarbonit, was auch immer. Schnüre, die einfach ein paar Millimeter, also ich habe extra Verbindungsstücke angeordnet. Hier ist zum Beispiel eins. Und da hängt einfach ein unsichtbarer Faden dran. Hier ist ein Haken in der Decke, zum Beispiel. Hier ist ein Haken am Rand überall. Meinst du Drachenschnur?
Das könnte der Trivialname davon sein. Ist das an jeder Lampe eine Schnur, oder? Ich brauchte tatsächlich nicht an jeder eine, aber ein paar hängen durch, aber ja, an den meisten, also ich habe im Durchschnitt, glaube ich, 1,5 pro Lampe. Leider. Doch. Die mechanische Stabilität war nicht komplett das, was ich mir erhofft hatte. Eine der positiven Sachen war, dass ich den Aluminiumrahmen zum Stromleiten verwenden konnte. Also, genau, hier geht es ja irgendwie los und dann ist der Stromkreis irgendwie hier lang. Ist das sowas auch noch ein Eulerpfad auf dem Ding? Das wollte ich euch jetzt ersparen. 2. Das ist der einfache Teil. Sehr nett von dir. Aber nicht schlecht. Ja. Wobei, also das ist halt, ich meine, ich habe das Programm dafür geschrieben, aber im Nachhinein denkst du dir, wofür, weil du guckst dir das Ding an, die Lösung ist halt offensichtlich. Ja, weil 10 Knoten oder was du hast, ja. Es ist Truck Dispatching Problem, weil du hast im Grunde mehr, also ich brauchte zwei Stromkreise, damit die Spannung nicht zu hoch wird. Ah. Und da musst du im Grunde mit 2 Dingern alles abdecken. Oder halt mit N-Dingern alles abdecken. Oh. Wieder, ein paar related mindestens. Wieder nur ein paar Gleichungen, eigentlich. Oder der andere Fahrt, welcher war welcher? Hamilton oder Euler? Welcher war's? Der eine besucht alle Kanten, der andere besucht nur alle Knoten. Ist auch egal. Ich glaube, wir brauchen einen Hamilton-Draht. Ich glaube, Euler waren die für die Kanten. Ja. Ich weiß es nicht. Ja, du willst einen Hamilton-Draht haben, wenn du Knoten besuchst. Ja. Stimmt, die Kanten sind uns ja egal, ob wir die nutzen oder nicht. Ja. Aber Euler war das mit dem Nico aus. Ja, und den Brücken. Ja, stimmt. Okay. Ja, das, ja das ihr habt recht. Säulehaus. Ja, aber das war's. Relativ kurz und knackig. Okay.